Ich habe bei jeder Verkehrskontrolle die Hand an meiner Waffe. Für mich persönlich ist es natürlich immer wichtig, auf Eigensicherung zu achten, weil ich möchte auch gesund nach Hause kommen. Bitte Merkur 2015, einmal dringend Hilheim, dortiger Wertstoffhof. Da sind wohl zwei Personen widerrechtlich eingestiegen. Ja, wir fahren. Jetzt vermutet man natürlich, dass die Personen auf dem Gelände sind, um dort Gegenstände zu entwenden oder aber auch dort ins Bürogebäude einzubrechen. Und wenn die Führungszentrale das Stichwort dringend im Funkspruch erwähnt, ist für uns höchste Eile geboten, weil gerade die Täter natürlich auch wissen, dass gegebenenfalls die Polizei auf der Anfahrt ist und dann flüchten. Herr Scherbahn, haben Sie eingesetzte Merkur 20-Kräfte in Ingelheim? Also es sind wohl definitiv zwei Männer mit Kapuze auf dem Gelände. Ein Fahrzeug ist dort wohl ebenfalls vor Ort, ein weißer Kombi, möglicherweise auch ein Van. Es fährt jetzt los. Welche Richtung es fährt, weiß ich noch nicht. 2015 hat Mitbefahren Ingelheim West ab, also kommen da vom Real. Ja, aber das klappt. Der 90-34 hat das auch mit, wir fahren über den L422. Ich persönlich finde die Fahndung nachts sehr, sehr schwierig, weil in der Dunkelheit kann man sich sehr, sehr gut verstecken. Auf der Anfahrt mache ich mir natürlich Gedanken. Die Situation, mit denen man konfrontiert wird, können natürlich sehr gefährlich werden. Ja, die können ja bewaffnet sein oder sich auch aggressiv uns gegenüber verhalten, wenn sie merken, dass wir da sind, um sie zu kontrollieren oder halt dann auch festzunehmen. Ich bin aber noch hier eingesetzt in Ingelheim, Wertstoffhof. Das Fahrzeug hat sich jetzt in Bewegung gesetzt. Ein weißer VW Scirocco, ausländisches Kennzeichen, zwei Personen im Fahrzeug. Kollege korrigiert, das ist ein VW Charan. Na, ich wollte gerade sagen, Scirocco, Oldtimer. Da Zeugenaussagen nie 100% verlässlich sind, macht man sich aufgrund seiner Erfahrung ein eigenes Bild, was für Fahrzeuge da unterwegs sein könnten. Und eine direkte Fahndung nach einem Ereignis ist eine schwierige Sache. Da muss man schon großes Glück haben, dass man da einen Täter auf frischer Tat erwischt. Ich fahre eine Kumpel, bleibt mit dem Kreisel stehen. Das sieht doch schon nur mal Kombi aus. Ja, der Merkur 2015 ist bereits auf der Konrad-Adenauer-Straße in Ingelheim-West abgefahren. Also Rabban, wir haben hier Konrad-Adenauer-Ring. Richard Siegfried ist ein Galaxy Silber mit Dachbox. 3 der 4 Personen. Halten wir jetzt an, das ist kurz vor Freiweinheim. Verstanden. Merkur 2012 für Rabban. Ja, der 12 hat mit, wir sind gleich da. Grundsätzlich gehe ich sehr, sehr vorsichtig bei solchen Verkehrskontrollen vor, weil man nie weiß, wer sitzt in diesem Auto. Was machen die jetzt? Steigen die alle aus und greifen uns an oder flüchten in alle Richtungen? Ich habe mal gelernt, dass Verkehrskontrollen somit die gefährlichste Situation im Polizeiberuf sind. Deswegen, ich habe bei jeder Verkehrskontrolle die Hand an meiner Waffe. Für mich persönlich ist es natürlich immer wichtig, auf Eigensicherung zu achten, weil ich möchte auch gesund nach Hause kommen. Ja, die haben doch da schon jede Menge Scheißregelat. Hände mal aufs Lenkrad. Hände auf das Lenkrad. Hände, da drauf. Ausweis, Führerschein, Papiere vom Auto und Ausweisdokumente von allen. So, und langsam bewegen. Natürlich hat man den Einsatz von den Kollegen aus Kusel immer noch im Hinterkopf, die die Verkehrskontrolle gemacht haben und dabei ums Leben gekommen sind. Und für mich ist es sehr wichtig, dass ich einen Kollegen bei mir habe, dem ich blind vertrauen kann. Ich kann mit dem Kopf in jede Situation reingehen und ich weiß, dass ich mich zu 100% auf ihn verlassen kann. Und wenn die Verstärkung eintrifft, kann man natürlich dann weitere Maßnahmen treffen, wie Durchsuchung der Personen oder auch des Fahrzeugs, weil natürlich auch Kräfte die Person aus dem Auto im Auge behalten müssen. So, dann können Sie mal alle aussteigen. Alle aussteigen. Raus aus der Kiste.
So, und da vorne hin, die Hände will ich sehen. Alle mal vors Auto. Gehen Sie mal da vors Auto. Aussteigen. Das Auto ist voll geladen mit irgendwelchen Gegenständen. Die kamen uns gerade hier entgegen. Ja, ihr seid entlassen. Hallo. So, Hände aufs Dach. Hände hier. Spricht irgendjemand Deutsch von Ihnen? Bisschen. Wo kommen Sie gerade her? Tasche ausziehen. Runter mit. Was machen Sie morgen? Hände auf die Seite. Was haben Sie denn gekauft? Was kaufen? Irgendwas in den Taschen, wo ich mich dran verletzen könnte. Okay. Welche Sprache sprechen Sie denn? Deutsch, Englisch? Slowakisch. Okay. Kannst du deine Sachen einpacken? Messer behalte ich, bis wir fertig sind, ja? Das Messer habe ich zunächst mal an mich genommen. Im Fahrzeug habe ich dann noch weitere Messer liegen sehen, teils zugriffsbereit. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die damit irgendwas anstellen wollen, sondern die Messer haben sich auch eher dazu geeignet, um ein Stück Wurst abzuschneiden. Dennoch nehme ich die Gegenstände an mich, zumindest bis die Kontrolle beendet ist. Da entgeht mir jede Möglichkeit, die sich da vielleicht für einen Täter noch bietet. Die Hände will ich sehen, die bleiben aus der Hosentasche. Ganz elektrisch, Rad, Fernseher, Computer. Ich überprüfe die gerade mal. Also der Mitteiler hat gesagt, der ist da lang gefahren an dem Wertstoffhof, hat nur gesehen, dass hinter dem Busch sich welche versteckt haben und welche auf dem Gelände rumgelaufen sind und sich versucht haben, da irgendwie Zugang zu verschaffen. Er ist insgesamt 5 Personen. Ja. Danke. Okay. Wunderbar. Dankeschön. Ciao. Das Klamotten. Kleidung. Oder was ist da drin? Na, Flohmarkt. Flohmarkt? Ja, ja, Flohmarkt. Im Label lacht Keku. Gut, auflassen, runterkommen. Also wir haben einen mit einem Fall besonders schwerer Fall des Diebstahls und der andere Ladi und Diebstahl. Zwei davon sind negativ. Doch ein Haufen Bargeld hier. Bei dem ersten Blick wird relativ schnell klar, das sind die Täter vom Wertstoffhof. Denn die vielen Flachbildschirme und Fernseher, die im Fahrzeug liegen, die sind da schnell reingeräumt worden. Dadurch, dass die Personen offensichtlich in dem Auto auch nächtigen, wäre Nächtigen nicht möglich, wenn die Bildschirme da schon längere Zeit drin liegen würden. Kriegen die denn das ganze Bargeld her, frage ich mich. Ja. Das ist eine Geldbörse mit bestimmt 200, 300 Euro Bargeld. Hey, der eine, das ist wahrscheinlich überall zusammengestoppelt. Schon traurig, so arme Leute. Ja, das sind die Opfer der Gesellschaft. Wir hatten ja augenscheinlich die richtigen Personen festsetzen können. Auf der anderen Seite waren das schon sehr, sehr arme Kerle. Die hätten mir gegenüber auch gesagt, dass die hier Monitore und Computer auf dem Flohmarkt gekauft haben. Ja, das ist klar. Also hochwertig sieht das Zeug jetzt nicht aus. Ja, das haben die auf den Schrott mitgenommen, 100%. Das bereiten die alles daher wieder auf. Die Fernseher, was bei uns nicht mehr geht, sind 2 Lötstellen, dann geht er wieder. Auf der einen Seite habe ich natürlich Mitgefühl mit den Leuten, denn die versuchen ja auch nur zu überleben. Auf der anderen Seite geht es natürlich nicht, dass man dann Straftaten begeht, damit man leben kann. Es gibt auch in Europa immer die Möglichkeit, in einem sozialen Netz aufgefangen zu werden. Okay. Also ihr habt ja mitgehört, die waren definitiv auf dem Gelände. Ja, okay. Und haben versucht, in so ein Büro einzubrechen, hat er gesehen. Mhm. Gibt wohl frische Hebelspuren an dieser Tür, wo er 2 von denen gesehen hat.
Das sollte, glaube ich, dem Qualitätsreichen. Auf der einen Seite kann man den Leuten natürlich nicht verdenken, dass sie vermeintlichen Abfall einsammeln. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Personen machen sich zumindest mal einem Hausfriedensbruch strafbar, sodass wir hier schon mal in einem Straftatbestand sind. Dann haben sie die Container aufgebrochen oder zumindest versucht aufzubrechen, wobei wir dann bei einem Einbruchdiebstahl sind, sodass dann auch letztendlich die Kriminalpolizei verständigt worden ist, die die weitere Sachbearbeitung da vor Ort übernimmt. Oh ja, dann rüge mir ab, wenn ihr uns nicht mehr braucht. Ja. Erledigt, da wo der nicht kommt. Ja. Ja. Ja, gut. Okay. Dann noch einen ruhigen. Macht's gut. Macht's Danke gut. Schön. Ciao. Ciao. Ich will es jetzt nicht zu negativ sagen, aber das ist die ärmsten Schweine in dem ganzen System. Die leben im Auto und versuchen zu überleben. Das ist halt schon, ja, armselig. Müssen sich halt ihren Lebensunterhalt damit irgendwie verdienen. Mit irgendwelchen Diebstählen oder Bettelkarte dabei gehabt. Bettlereien. Für uns ist es immer ein schönes Gefühl, wenn man Täter auf frischer Tat oder noch auf der Flucht antreffen kann. Die Personen haben mir schon ein bisschen leid getan, aber letztendlich bin ich Polizeibeamter, ich habe eine Strafverfolgungspflicht. Von daher sind mir da die Hände gebunden. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ihr tut mir leid, auf Wiedersehen, ihr dürft wieder fahren. Straftaten sind zu verfolgen, ansonsten mache ich mich strafbar. Was da nachher dabei rauskommt, ist natürlich dann nicht meine Sache. Wollt ihr mehr spannende Fälle aus der Nachtstreife sehen, dann schaltet nächste Woche einfach wieder ein oder klickt hier in die ARD-Mediathek.